Schaf kriegst. Da ist gar kein Schaf drauf. Schengen Blasius Flönzrakete. Das ist die alte CD. Da gibt es nur noch ganz, ganz wenige Restexemplare von. Die haben auch ein paar dabei. Wenn ich richtig gehört habe, wenn jeder von euch eine nimmt, gibt es keine mehr. Also so wenige gibt es davon. Die sind aber gerade dabei, am dransten eine neue CD zu produzieren. Und da können wir uns dann zum Jahreswechsel hoffentlich drauf freuen. Jahreswechsel? Ja, wir sagen nur noch nicht das Jahr. Ja, passt. Wunderbar. So, Marc Oberreich. Ja. Ja. Nee, so lustig ist das jetzt noch nicht. So, der Marc ist, das sieht man nicht, weil der hat sich gut eingepackt heute. Der ist sehr athletisch. Unten drunter. Ja. Ja. Der wird sich aber nicht ausziehen. Oder? Moment, Moment, stopp, komm. Die Mädels. Wenn ihr Zugabe ruft, bin ich für alles bereit. Zugabe! Okay, also wenn es gleich eine Zugabe gibt, dann ist er zu allem bereit. Aber zuerst mal waren wir bei ihm in einer, ja, nennen das Praxis? In meiner Privatpraxis in Uerdingen. So ist es. Eine Praxis. Eine Praxis. Also kein Studio, nein, sondern eine Praxis. Da haben wir ihn besucht und haben da mal so ein paar Eindrücke, zum Teil sehr gravierende Eindrücke, mitbekommen. Hi, mein Name ist Marc Oberreich. Ich bin Spezialist für die Orthopädie und die Sportmedizin. Vita liest sich wie eine Ansammlung aller medizinnahen Berufe. Er ist Masseur, medizinischer Bademeister, Sportphysiotherapeut, Neutraltherapeut, Heilpraktikeranwärter, Athletiktrainer, Leistungsdiagnostiker und. In Moers geboren, fand er schon bald den Weg nach Uerdingen und damit auch zu seinem Glück. Als leidenschaftlicher Hobbyhandwerker baut und tüftelt er, was das Zeug hält. Der Golfballsammler mag keine Inkonsequenz und entschuldigt alle Fehler, die aus Unwissenheit geschehen. Es ist ihm ein Grundbedürfnis, nach einem Therapie- und einem Trainingskonzept zu streben, das zugeschnitten ist auf größtmögliche Effektivität und Effizienz. Er interessiert sich für Geopolitik und Weltwirtschaft und wünscht sich eine echte Sozialdemokratie. Wenn er nicht gerade in seiner Praxis ist, hält er sich gerne in Nadines Schmeckerei auf und achtet auf seinen Kalorienhaushalt. Mit Bedauern stellt er fest, dass er viel zu wenig Zeit hat, all seine Ideen zu verwirklichen. Nicht die Länge eines Schrittes ist entscheidend, sondern die Richtung, sagt der durchtrainierte Typ, der sich als eine Art Biomechaniker sieht. Bislang einzigartig ist sein Behandlungskonzept, das man individuell via App und Videounterstützung auch von überall unterwegs nutzen kann. Begrüßt mit uns den Physiotherapeuten Marc Oberreich. Also, wenn ihr jetzt das Filmchen aufmerksam beguckt habt, dann habt ihr auch gesehen, dass er so mit der Faust in ein Bein rein gedrückt hat. Dieses Bein war mein Bein. Und das meinte ich mit Eindrücken gesammelt. Nicht richtig gesehen vor dem Film. Dein Bein kennt doch alle wenig. Ja, da war ja noch eine Hose drüber. Also insofern, alles gut. Ja, du beschäftigst dich mit Sportmedizin, mit Biomechanik. Klär uns mal so ein bisschen auf. Ja, also im Hauptfeld kümmere ich mich um Patienten mit orthopädischen Problemen und auch um Athleten innerhalb der Sportmedizin. Deine Kunden, deine Patienten, du hast ganz viele Rückenpatienten dabei. Ja. Ne? Und was macht man bei ich habe Rücken? Also als allererstes muss man erstmal rausfinden, warum der Rücken wehtut. Und das in meinem Konzept der Hauptpunkt. Meistens ist das der Rücken, wenn er schmerzt, der Schaden am Rücken selber gar nicht liegt, sondern aus einer Funktionsstörung aus anderen Gelenken,
die der Körper letztendlich dann kompensieren muss. Darum geht es in meinem Konzept. Ich finde raus die Ursache deiner Beschwerden, denn das Symptom bringst du mir ja schon mit. Und mit einem aufwendigen Anamneseverfahren, also einem Screening-Verfahren, finden wir ein Endergebnis, welche Struktur im Körper nicht funktioniert und dadurch eben der Rücken zum Beispiel überbelastet wird. Daraus entstehen dann zum Beispiel dann Bandscheibenschäden oder höherer Verschleiß oder andere Dinge, die dann halt nicht mehr rekonvaleszent sind durch eine manuelle Therapie zum Beispiel. Wie lange brauchst du, bis du das bis du so einen Eindruck von einem Patienten hast? Also das Erstgespräch ist immer meistens eine Stunde. Manchmal dauert es ganz schnell, wenn der Patient schon reinkommt, kann ich schon manchmal sagen, was er hat. Aber manchmal dauert es halt auch ein bisschen länger, wenn multiple Probleme da sind. Das heißt also, du siehst aber auch, wenn jetzt jemand vor dir auf der Straße geht, wenn er das jetzt so und so machen würde, dann würde es ihm besser gehen. Weil ja, wie er das machen würde, interessiert mich jetzt erstmal gar nicht, sondern erstmal interessiert mich, wie der biomechanische Ablauf des Körpers ist. Und durch Sehen, durch Bewegen kann man sehen, wo der Körper kompensiert, welche Belastung er nicht erträgt und wo die Leistung halt fehlt. Und da setzt man meistens an. Das war so ein Hobby von mir und meinem Bruder, der auch heute da ist. Und dann suchen wir und gucken und dann beraten wir uns ein bisschen und manchmal sprechen wir sogar Leute auf der Straße an und sagen, ey, Oma, wie sieht's da aus? Ist das Knie oder ist das die Hüfte? Ja, hier habe ich heute auch einen im Publikum gesehen, einige, wo ich gedacht habe, oh, da kann man ja mal was machen. Ich glaube, gleich steht keiner mehr auf. Ja, aber das ist im Prinzip eine interessante Frage. Läufst du also durch die Welt, siehst die Leute und möchtest am liebsten hingehen und sagen, hör mal, also bei dir da, du musst mal die Fußstellung verändern oder so? Ja, generell ist das so. Mein Arbeitstag beginnt um 0 und endet um 24 Uhr. Also ich bin Rundum-Therapeut. Überall, wo ich hingehe, begleitet mich dieses Fach natürlich auch. Klar. Versuchst du das auch manchmal abzulegen? Möchtest du das ablegen? Nein. Nein. Die Medizin ist für mich ein ganz spannendes Thema. Es ist eine Riesengeschichte mit ganz willkürlichen Endungen. Und es ist immer interessant, neue Dinge rauszufinden. Mhm. Und jeder Patient bringt eigentlich auch immer eine neue Geschichte mit. In der Struktur sind viele Dinge gleich, aber vom Behandlungsaufwand und von der Personality vom Patienten unterscheidet sich halt auch immer die Therapie. Und das ist eigentlich auch der wesentlichste Punkt bei mir. Ich verkaufe keine Therapie, sondern ich verkaufe meine Zeit. Rauszufinden, was fehlt dem Patienten, was muss man tun, um schnellstmöglich effizient die Herstellung der Funktionalität. Darum geht's. Und da hast du auch, wie du sagst, Sportmedizin. Hast du auch ein paar Sportler am Start, die wirklich da durch dich ganz deutlich schneller genesen? Ja, na klar. Generell ist das ja so, dass die Versorgung im Amateursport zum Beispiel eher unterirdisch ist. Die Einzelstation zwischen Arzt, Physiotherapie, Krankenhaus, Chirurg, Head Coach, Vorstand, da gibt es ja gar keine Kommunikation. Und wenn Athleten zu mir kommen, dann besprechen wir halt auch die Ziele und wo sie hinwollen. Und so läuft dann eben auch die Therapie. Also auch speziell eben die Geschwindigkeit. Darum geht es dem Sportler, dass er schnell wieder zurück auf den Platz kommt, zurück ins Training kommt und das Ganze schnellstmöglich. Aber in Wirklichkeit will er aufgeklärt sein. Er möchte wissen, was ist mit mir los, warum funktioniert es nicht und warum tut mein Knie weh. Mhm. Und den Schaden suchen wir. Und meine Patienten sind, egal ob 18 oder 88, meine Patienten sind alle autark. Das heißt, meine Patienten wissen alle Bescheid, woran es hängt. Und da fängt eigentlich der wichtigste Punkt schon an, dass das Bewusstsein und auch die Wahrnehmung. Meine Therapie geht nicht einmal die Woche oder zweimal die Woche, keine 20 Minuten oder sonstiges, sondern meine Patienten müssen 7 Tage an sich selber arbeiten,
damit die ganze Geschichte ein Ende nimmt. Also das ist eine aktive Therapie. Die aktive Therapieform ist da unerlässlich. Legt sich keiner bei mir auf die Bank und ich arbeite mit dem eine Stunde und der geht nach Hause und sagt, boah, super, das war spitze, ich freue mich auf die nächste Runde, sondern der wird konfrontiert mit den Fakten, warum es wehtut und wie er da rauskommt. Und daran, das ist der wesentliche Punkt, warum es bei dem einen schnell geht und bei dem anderen langsamer.